Hallo und herzlich willkommen zurück bei dem FIFA 18 Let's Play hier bei xboxdynasty.de. Ich bin Memphis, das dürft euch nicht überraschen. Und wir werden die Karriere des jungen Alex Hunter weiter vorantreiben. Und Match haben wir uns, glaube ich, ganz gut im Training gemacht. Und werden mal schauen, was jetzt so auf uns zukommt. Und da gehen wir direkt. Ja, wir gucken natürlich nochmal bei Twitter rein. Okay. Unsere Mama ist unser größter Fan. Sie twittert, was das Zeug hält. Aufgaben. Okay, haben wir. Ja. Anpassung. Wir haben ein paar neue Sneakers. Nein. Ach, gucke hier. Schön. Schönes Rosentattoo. Tribals. Okay. Tribals sind zwar irgendwie ein bisschen nicht mehr ganz up to date. Aber was sollen wir machen? Nein. Wir bleiben untätowiert. Wegen die Sponsoring-Verträge und so. Man weiß nie. So. Wir gehen direkt weiter ins nächste Match. Und vielleicht kommt eine Sequenz. Alles klar? Mach dir keine Sorgen. Ist wie ein Interview nach dem Spiel, nur im Sitzen und ohne Schwitzen. Das ist gut. Wie auch immer, sitzen wirst du jedenfalls. Hey, Michael. Hey. Stimmt es, dass der Club Alex einen neuen Vertrag angeboten hat? Das hat oberste Priorität, Jim. Wenn's optimal läuft, habe ich sogar eine Überraschung. Oh, gut, gut. Hauptsache, Alex macht sich keine Sorgen. Er muss sich auf die neue Saison konzentrieren. Es geht nicht nur um die neue Saison, Jim. Bei diesem Deal muss wirklich alles stimmen. Weißt du, ich wünschte, Harold hätte jemanden wie dich gehabt, ehrlich. Das wird schon, Junge. Sei einfach du selbst. Das sagt sich so leicht. Das ist Rio Ferdinand. Und du bist Alex Hunter. Alex. Hey. Thanks for coming out, man. Nett, dich kennenzulernen. No problem. Das hört sich jetzt wie ein Fanboy an, aber ich habe als Kind all deine Spiele verfolgt. Du, Ryan Giggs, Cristiano Ronaldo, hätte nie gedacht, dass ich mal hier sitzen würde. You trying to make me feel old? Sorry. Let's get you set up, man. Come on. Ich bin Alex Hunter und das ist Once to Watch. We go back 12 months ago without a professional contract. Then you have to go through an exit trial and find a club. Now you're an FA Cup winner. What made it happen, Alex? Hey, wir sind der kleine Junge von der Street. Wir spielen einfach gerne Fußball. Es ist der Wahnsinn. Mein Traum ist wahr geworden. Ich kann es nicht glauben, dass ich hier bin. Weißt du, ich liebe es, Fußball zu spielen. Ach, was anderes kann ich gar nicht. Aber nicht weiter sagen. Okay. It kind of helps when you got the game in your blood. I mean, Jim Hunter, obviously a club legend. What a player. But Harold Hunter, your father, decent player too, eh? I heard that he came in after the FA Cup final. Is that true? Die erste Begegnung, seit er vor 8 Jahren in die Staaten ging. Have you seen much of him since? Ganz ehrlich, er spielt in meinem Leben keine Rolle. Meine Mom, mein Großvater, das ist meine Familie. Ehrlich gesagt möchte ich nicht über Harold reden. Well, another big part of you coming up was
your old boyhood mate Gareth. Gareth Walker. A great rivalry there between the two of you now. Tell me if this is a load of rubbish, but I heard things got a little bit scrappy between you two towards the end. Is that right? Ja, wir haben schon was zusammen erlebt. Wir haben als Kinder auf der Straße Fußball gespielt. Dann sind wir zusammen ins Jugendteam, gemeinsam zu einem Profiklub. Aber es ist schwer. Alles ändert sich. Gerade zu Hause raus, ich war 17. Auf einmal ist dein ganzes Leben anders. Du musst schnell rausfinden, wer dein Freund ist und wer nicht. Ich denke, da geht jeder auf seine eigene Weise mit um. Okay. Gas und ich haben nach dem FA Cup-Finale geredet. Wir sind beide Erwachsener geworden. Die Rivalität besteht natürlich immer noch. Schon als Kinder ging es nur darum, wer der Bessere war. Listen, so who would usually win then? Ach komm, sorry. Rio, die Frage ist doch nicht ernst gemeint. Na wer wohl? I think Gareth might have something to say about that. Also Gareth hatte noch nie ein gutes Gedächtnis bei sowas. So, Alex Hunter, thanks for coming, man, and talking to us today. Good luck on the new season. Danke. Cut. But that's it, man. We're done. Well, good job, mate. Wer denkt sich denn die Fragen aus? Ziemlich heftig. Listen, we're just getting to the real stuff. That's what you want. But you did good, man. It was nice. All right? Well, good luck in the new season, man. Hey, Mann. Ups. Du auch? Ja. Ach. Uns trauen sie wohl viel zu, hä? Mr. Hunter, Mrs. Hunter? Lang nicht gesehen. Du hast mich schon lange nicht mehr Mrs. Hunter genannt. Ja. Jetzt mache ich's wieder. Ist ziemlich viel passiert. Ja, stimmt. Wir werden draußen warten, Alex. Absolute Weltklasse, Alex. Wie erwartet. Gareth, wusste nicht, dass du auch da bist. Woher auch? Seit dem Transferdesaster bist du nicht mehr mein Agent. Ja, nun, das ist ein schnelllebiges Geschäft, kennst du ja. Tja, ich muss los. Gute Arbeit heute. Danke. Ist der echt immer noch dein Agent? Klar, warum denn nicht? Für mich ist er der Beste. Das sehen nicht viele so. Was soll das heißen, bitte? Ach Mann, hör dich einfach mal richtig um. Taylor ist eine Witzfigur. Dass mein Transfer schief ging, lag größtenteils an ihm. Oi, Gaz. You ready to go, mate? Dann geh ich mal. Schön, dich zu sehen, Mann. Alles klar? Good to see you, man. Ja, danke. Great job last season. Oh, vielen Dank. Hallo, alles klar? Ich will Fußball spielen. Dafür sind wir hier. Fußball. Was meinst du, Boss? Ein Titel wäre doch nicht schlecht auf dieser Tour, oder? Lass den Quatsch, Junge. Das musst du dir verdienen, Hunter. Wir müssen nur Real Madrid im Halbfinale schlagen und dann Galaxy oder Bayern München im Endspiel. Kinderleicht, oder? Sag was? Willst du uns irgendwas sagen, mon ami? Lily glaubt wohl alles, was er in der Presse liest. Er meint auch, die Mondlandung wurde in einem Filmstudio gedreht. Wach endlich auf. Wenn ich mal eines Tages gehe, werdet ihr es von mir erfahren, nicht von der Presse.
Gibt's denn einen Termin? So. Und wir werden irgendwie mit Hunter alleine spielen. Denn darum geht's in diesem Modus. Alexander, right? You look good last season, kid. Danke. Have a good match. Ja, ich dir auch. Ah, Trikottausch am Ende? I will see what I can do. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie zu dieser Partie Halbfinale in diesem Hello. International Club Cup. Für den Sieger geht es dann im Finale gegen die Bayern oder gegen Galaxy. Ja, was für ein Turnier. Top besetzt, Riesenspieler, Atmosphäre stimmt auch. Ich freue mich auf diese Partie. Okay. You did a good season, Geet. Wo ist der? Naja, Freunde. Für mich gehört die Heimspielstätte der Los Angeles Galaxy zu den schönsten Stadien der gesamten MLS. Sehe ich auch so, Wolf. Okay. Das StubHub Center ist mit 27.000 Plätzen zwar eher ein kleineres Stadion, wenn wir mal deutsche Maßstäbe anlegen, aber hier herrscht trotzdem eigentlich immer eine Riesenstimmung. Oh Gott, da bin ich nicht da, wo und ich sein soll. So geht Real Madrid also in diese Partie. Ja. Schauen wir uns mal ihre Formation an. Sie werden in diesem 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an der Linie halten und dann versuchen, die Bälle scharf reinzubringen. Der Torwart faustet den Ball weg. Klasse! Und hier haben wir die Aufstellung des FC Liverpool. Sie wollen das Spiel heute breit machen, versuchen es mit einem 4-3-3. Da dürfte viel über die Außen gehen, über die beiden Außenstürmer. Alex. Ihn auf den Platz sehen zu dürfen, ist immer wieder ein Erlebnis. Cristiano Ronaldo. Dos Santos, Aveiro. Für mich ist der Portugiese neben Messi der beste Spieler der Welt. Das muss man einfach so festhalten. Und wie es sich für einen Superstar gehört, zelebriert er seine Auftritte ja auch sehr gerne. Ich finde, er kann es sich erlauben. Ja, Philipp er kann es sich erlauben. Er ist ja auch auf dem Cover dieses Spiels. Anderson. Jetzt müssen Sie aufpassen. Schöner Pass. Und jetzt die Chance. Das ist das erste Tor dieser Partie und jetzt super ist die Freude nice. Natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Ja, schön vor den Madrid-Fans posen. Das kommt gut an. Da lässt er den aber Gegner es war alt aufsehen. Nice gemacht. War nice gemacht. Klasse gemacht und dann ein super Abschluss. Zap, super Abschluss. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Hey, das war ein guter Einstand, denke ich. Benzema. Modric. Ja, Leute. Komm, mach mal was. Wird das eine Torchance? Super. Hunter. Alex Hunter hat in seiner ersten Saison gleich mal den FA Cup gewonnen. Das ist nicht so schlecht. Ja, Wolf, und ich glaube, dieses Jahr ist vielleicht sogar noch mehr drin. Ein Riesentalent. Schöne Aktion. Liverpool mit dem Einwurf. Der Chef. Das gut aufgepasst und abgefangen. Es ist natürlich auch Schiri auch in Rot. Das gefällt mir nicht so gut. Oh, nun kam aber okay. Und direkt zurückgespielt. Ja. Ich laufe hier so ein bisschen rum wie ein blindes Huhn. Das könnte die Chance werden.
Jawolli. Flanke kommt von Bale. Nee, kein guter Kopfball. War ungefährlich, klar. Ja, da hat einiges gefehlt. Da hat einiges gefehlt, das kann man ganz klar so sagen. Aber gut, junge Mannschaft. Da fehlen erfahrene Stars. Die werden schon noch was eines Tages. Philipp Bernhard. Und Hunter. Philipp Bernhard am Ball. Das könnte eine Gelegenheit werden. Ah, verflucht. Da. Emre Can. Drehung etwas zu lange dauert. Und jetzt Coutinho. Sehr gut aufgepasst. Mann. Coutinho. Was ist los mit dir? Toro Gayo. Anderson. Das darf nicht passieren. Viel zu leichter Ballverlust. Casemiro. Toni Groß. Schön. Ich glaube, wenn man sich nachher meinen Spieler anguckt, wie ich so über den Platz eire. Oi. Toni Groß. Boah, was für eine Chance. Aber kein Tor. Dann sieht das so ein bisschen aus, das sah alles nach dem Ausgleich aus, als hätte man einem Huhn den Kopf abgeschnitten. Und das eiert dann wahrscheinlich. Immer wieder laut kommen jetzt Anweisungen von Zinedine Zidane. Auch immer so wieder redet er mit seinen Spielern. Aber nach dieser vergebenen Chance, er pusht sie auch. Okay. Oh. Super. Ist schon ein klasse Turnier, dieser International Club Cup. Wirklich super besetzt und man sieht ja dann auch, die Fans freuen sich richtig, diese Mannschaften erleben zu dürfen. Ja, und die Vereine nehmen diesen Cup auch ernst. Das ist fast schon mehr als Vorbereitung. Da hat sich viel verändert in den letzten 15, 20 Jahren. Früher hatten solche Turniere einen deutlich geringeren Stellenwert. Ist nur schön, dass die bei uns immer mitten in der Nacht laufen, diese Turniere. Geklärt, aber der Ball ist noch heiß. Ui, ui. Alex, sehr gut. Da kommt die Tafel, 2 Minuten Nachschlag. Nachschlag. Das ist bald schon wieder weg. Nein. Gut gemacht. Halbzeit in diesem Halbfinale und sie liegen in Führung. Bisher läuft's gut, aber natürlich dürfen sie auch im zweiten Durchgang nicht eine Sekunde. Bla bla bla. So. Sehen wir nochmal schön, wie du deine Mission in voller Übersicht anspielst. Jawolli. Schöne Zweikampfarbeit, so will ich das sehen. Ah, der Trainer. Voll des Lobes. So, die zweite Hälfte kann losgehen. In diesem Halbfinale. Ich hoffe, das wird jetzt noch ein hochklassiger zweiter Abschnitt. Casemiro. Ja, klar. Schön, das wird richtig. Er entscheidet auf Freistoß. Freunde, was ist denn hier los? Okay, und? Varan. Kurze. Real Madrid mit dem nächsten Angriff. Karim Benzema. Oh. Der Ausgleich. Jetzt wird's natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Ja. Super. Ja. Sie schaffen den Ausgleich. Alles wieder offen. Verflucht. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Das war nix. Defensiv schlecht, machen sie es gut. Einfach schlecht. So kann man das nicht Carvajal machen. Carvajal. Modric. Da kommen wir wieder zu klasse Aktion, Ball ist Jürgen Klopps Finalschwäche. Alex Hunter. Alex Hunter. Mit dem Ball am Fuß. Ach, Richtung Mann. Gegnerisches Tor. Verflucht. Offside. Und das Freunde war knapp, aber Offside. Es war abseits. Jetzt kommt der Wechsel bei Real. Real. Nö. Okay. Gewinne das Spiel. Okay, okay, okay. Wenn sonst nichts ist. Groß. Emre Can.
Anderson. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Jetzt gibt's hier eine Ecke. Zur Ecke geklärt. Wechsel bei Liverpool. Lalana. Das lässt er mich denn hier nicht in Ruhe. Anderson mit der Ecke. Ah, das war am Ende dann doch ungefährlich. Und da kann sich die Abwehr entspannt zurücklehnen. Torgefahr sieht anders aus. Ah, sehr gut. Benzema. Toni Kroos. Alex, komm mal. Alex. Alex. Alex, was ist los? Cristiano Ronaldo. Bale mit der Riesenchance. Hey, da muss doch mal. Da trennt er ihn fair vom Ball. Okay. Oh, das ist auch einfach. Groß dazwischen. Klasse Aktion. Ah, ich möchte immer die Spieler wechseln, um hier die volle Kontrolle zu übernehmen. Aber wie gesagt, ich denke, das erfüllt nicht so ganz den Sinn dieses Spielmodus. Deswegen wir hier mit Alex Bale ein ordentliches Kontkreiszeichen in den Platz laufen. Und jetzt Bale über den Flügel. Oh Gott. Benzema! Super gehalten! Aus dieser Entfernung, toller Reflex, perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Sehr gut. Für einen englischen Keeper nicht schlecht. Groß mit der Reingabe. Komm mal jetzt. Varane! Da hat doch einiges gefehlt. Also richtig gefährlich war das nicht. Da hätten sie mehr draus machen können. Ja, das finde ich auch. Buschi. Benzema wird ausgewechselt. Ausgleichstreffer gemacht. Ganz knapp an einem weiteren Tor vorbei. Das war ein guter Auftritt. Das war ein super Auftritt. Das muss Weg man ist auch der mal Ball. Ganz neidfrei. Kann man das mal so in den Raum lügen. Und Ronaldo geht nach vorne. Da kommt der Schuss. Was für eine Szene. Toller Schuss mit ganz viel Gefühl. Technisch brillant gemacht, aber eben kein Tor. Mein Gott, war das knapp. Buschi ist wieder richtig on fire hier. Bale. Neben seinen Power-Dribblings verfügt Gareth Bale ja auch über einen knallharten Bums. Ja. Ja, und das oft aus vollem Lauf. Schwierig für die Torhüter. Klein. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Da kommt der Pass auf außen. Oh. Hunter! Nein! Jetzt vielleicht! Nein! Oh, ich krieg die Krise. Das war so nice, war das bis dahin. Das war richtig super. Modric. Groß. Real Madrid baut das Spiel nochmal auf. Die geben sich hier nicht zufrieden mit dem Punkt. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Die Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's. Anderson. Auch dieser Ball kommt an. Das macht er gut heute. Klein. Wird's jetzt klein, gefährlich? Klein. Immer schön klein, klein. Philipp Bernard. Oh, was war das denn? Wir bekommen noch mehr zu sehen. Das Spiel geht in die Verlängerung. Der ich muss besser werden. Jetzt müssen sag ich Sie schon auch mal einmal. Schöner Pass. Und jetzt die Chance. Ja. Da muss mehr kommen. Auch von der Mannschaft im Allgemeinen. Hat das so Spiel schön war begonnen. Anstrengend. Das sieht man den Jungs da unten an, aber jetzt müssen sie nochmal alles aus sich rausholen. Die Verlängerung läuft. Gerade mal 7% und Hunter. Meiner Körperleistung hat das beansprucht. Das könnte bisher eine Gelegenheit werden. Och, da trennt Leute er ihn vom Ball. Nun, Lalana.
Ach, Bafu. Cristiano Ronaldo. Bei Freistößen oder auch Distanzschüssen zeigt Cristiano Ronaldo immer wieder seine ganz besondere Technik, Buschi. Ja, das sind diese Dinger, die dann plötzlich runterfallen. Wir lassen jetzt mal physikalische Erklärungen weg, aber diese Flatterbälle, das ist ja auf jeden Fall Kreisliga-Fußball, der hier so kennen wir Cristiano teilweise Ronaldo vorgeführt wird. Fairer Einsatz hier, Alex Hunter. Mann, Mann, Mann. Philipp Bernard, schönes Zuspiel. Oh, der war nice. Endlich mal was Gutes. Oh. Anderson. Gute Chance jetzt. Kein weiteres Tor für ihn. Also zumindest in der Szene nicht. Ja, schlechter Versuch. Entwickelt sich ein Duell zwischen dem Spieler und dem Torwart. Letzterer diesmal mit dem besseren Ende. Er rettet hier vorerst das Unentschieden. Klasse gemacht. Modric. Klasse gemacht. Der Ball wieder bei Modric. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da kommt er raus und hält den Ball. Okay, wir sind schon wieder am Ende der Halbzeit. Und wieder mit dem Ballverlust. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Komm mal. Das war der erste Durchgang. Eine Hälfte haben wir noch in der Verlängerung. Nicht gut. Nicht gut. Versucht zu passen. Statt dem Gegner den Ball zu geben. Da ist aber jemand schon auch empfindlich. Das ist der Anpfiff. Jetzt läuft die zweite Hälfte in der Verlängerung. Okay, konditionsmäßig ist Lovren, unser guter Alex, auch schon so ein bisschen am Schnaufen. Abwehr hat aufgepasst. Gut geklärt, aber Einwurf. Jetzt Carvajal. Super. Modric. Oh, also, bleibt nicht viel übrig. Ziemlich planlos das Ganze. Ball im Aus. Nun Lallana. Wird das seine Torchance? Ach, Leute. Ramos hat den Ball. Und in 8 Minuten ist dann auch diese Verlängerung vorbei. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich bei FIFA Asensio 18 schon mal einen Elfmeter geschossen habe. De Tomas. Ball bei Marcelo. Das hat der Trainer nicht trainieren lassen im Vorfeld, das kann ich schon mal sagen. Was macht Ronaldo jetzt? Jetzt Modric. Cristiano Ronaldo. Schuss von Ronaldo. Oh, kein Tor. Schöner Ball, das war eine große Chance. Naja. Er war schon nicht ganz schlecht, sage ich mal. Wir nähern uns dem Ende der Verlängerung. 2 Minuten noch. Was ist das denn, ey? Leute, ich kann so nicht spielen. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Modric und der Ball ist weg. Ich habe keine Ausdauer mehr, Leute. Alex Hunter jetzt. Oh Gott, das wird mir wieder angekreidet. Und jetzt muss ich mich korrigieren. Die Spannung ist kaum mehr auszuhalten. Die Entscheidung fällt im Elfmeterschießen. Kein Problem. Ich bin mir sicher, das kriegen wir hin. Ja, hier. Fertig, fertig, fertig. Oh nein. Und jetzt tritt Cristiano Ronaldo hier an. Ich kann auch wirklich gar nichts machen. Ja, ganz sicher. Ganz sicher, wie er das gemacht hat. Aber an der Grenze, Wolf. An der Grenze. Da hat er schon stark verzögert beim Anlauf. Bitte nicht verkacken. Bitte nicht verkacken. Gehalten! Wahnsinn! Was für eine Parade! Oh Gott. War das so vorhersehbar? Super verwandelt. Keeper verladen, keine Chance. Ja, und ja, riskant. Keine es Chance. Gibt Schiedsrichter, die das abpfeifen. Er verzögert beim Anlauf, aber nur egal. Pros ganz in diesem egal, Team. Kein Tor. Ganz platziert verwandelt er den. Und da hast du als Torhüter keine Chance. Es ist das ist fast schon ein unmenschlicher Druck. Denn nur wenn er trifft, bleiben sie im Spiel. Na. Ich
finde er Glück, dass er hier nicht zurückgepfiffen wird, Buschi. Ja, das war grenzwertig, Wolf. Der bleibt fast stehen. Jetzt liegt's an ihm. Trifft er, wird ein neuer Held geboren. Ein Held im Supercurb. Er ist der Held. Guckt ihn euch an. Er hat gleich ein Cape und springt über Häuserdächer. Hätte hier gerne gewonnen. Ein sehr ehrgeiziger Spieler. Das war am Ende doch zu wenig heute. Real hat sich diesen Sieg durchaus verdient. Ich weiß nicht. Wirklich souverän gemacht. Schön. Auch auf diesem Niveau. Komm. Nicht selbstverständlich. Und damit schicken sie den Gegner nach Hause. Eine gute Leistung, bei der das gegnerische Team einfach nicht mithalten konnte. Hey, sind wir jetzt Freunde? Ja? Nein? Ja? Oh, Gott sei Dank wurde das rechtzeitig abgebrochen. Schöner Pass. Und jetzt die Chance. 7,8. Naja. Gut gespielt. Hey, you really starting to make a name for yourself. Maybe you should come play for Real. Na, komm, wir. Ja. Komm. Könnt ihr euch mich leisten? Hey, probably not. My mistake, Hunter. Hunter. Ich bin es. Cristiano Ronaldo. No. No. Naja, okay. Damit kann ich leben. Hey, ein paar neue Follower. Wie wäre es, wenn ihr diesem Video folgt? Und diesem Kanal folgt? Okay. Erhalten Skillpunkte. 72. Kann ich da selbst was machen? Spielereigenschaften. Mit Spielereigenschaften kannst du Alex einzigartige Fähigkeiten und Skills verschaffen. Setze Skillpunkte ein, um Spielereigenschaften zu kaufen. Skillpunkte erhältst du, indem du Alex Gesamtwertung verbesserst. Alex Gesamtwertung steigt durch absolvierte Spiele und gute Trainingsleistungen. Ah ja. Ei. Okay. Vorder. Abschluss. Volleys. Nicht schlecht. Attribute. Achso, hier kann ich. Was? Ja, ist doch gut. Auswählen. Torjäger. Aha. Schwacher Fuß. Verbessere deine Personenschüsse mit dem schwachen Fuß. Okay. Verbessere deinen Außenrissschüssen FV und erziele ein paar denkwürdige Treffer. Dann nehmen wir hier erstmal angeschnittene Schüsse. Damit lässt sich es immer gut arbeiten bei FIFA. Kann ich einfach alles nehmen? Oder wie? Oder was? Ach, da unten. Da oben steht's. Ah, okay. Einen Punkt haben wir. Und einen Punkt werden wir einfach investieren. Und zwar in den Außenrissschuss. Nice. Beide. Okay. Ja, Leute. Dann soll es das hier an dieser Stelle auch erstmal gewesen sein. Sind denn wirklich schon 35 Minuten um? Das ist ja irre. Ja, es waren viele Sequenzen. Ich hoffe, in der nächsten Aufnahme sehen wir dann etwas mehr Fußball und weniger Cristiano Ronaldo geht. Und ja, lasst ein Like da, abonniert den Channel
Ich wünsche euch einen schönen Wahlsonntag. Einen Wahlsonntag. Vielleicht habt ihr ja noch was vor. Ich bin Memphis und wir sehen uns im nächsten Video. Peace.